Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tears of the Kingdom. In der letzten Folge haben wir hier im Untergrund die Arena endlich gemacht. Die schwimmende Arena hier hinten. Wie ihr schon seht, bin ich hier gestorben. Das nicht nur einmal, denn in dieser Arena musste ich gegen 5 Leunen hintereinander kämpfen. Also ein normaler Leune, ein blauer Leune, einen weißen und einen silbernen, den wir davor noch nie getroffen haben. Und dann nochmal gegen einen silbernen, der gepanzert war. Also letzte Folge bin ich so oft gestorben, das könnt ihr mir gar nicht glauben, ne? Aber naja, heute starten wir hier. Denn ich möchte hier die Lichter freischalten. Und wenn es geht, die hier hinten und die hier auch noch bis zum Ende, bis wir hier rausgehen. So, jetzt habe ich aber auch hier im Geistertempel gestartet, damit wir auch relativ in der Nähe sind. Und ja, wir haben letzte Folge auch neue Strategien ausprobiert, um gegen einen neuen zu kämpfen. Hat so oder la funktioniert, sage ich mal. Denn ich habe mit ihr Knospen gespielt, die waren wunderbar. Aber er hat trotzdem noch random angegriffen. Aber es hat auf jeden Fall dadurch funktioniert, weil ich halt auch einfach keine Einhandwaffen mehr habe. Ich habe halt nur noch 2 Handwaffen. Oder... Ach komm, echt jetzt. Oder... Lanzen. Oder... Ja. Aber halt keine Einhandwaffen mehr. Gott, ist hier hinten irgendwo ein Abgrund gewesen. Hier, gell? Irgendwie habe ich das Gefühl, das komme ich von hier gar nicht daran. Es sei denn, ich muss hier ein Gefährt bauen und losfliegen. Aber ich glaube, ich muss auch ein Gefährt bauen und losfliegen. Kann ich hier nicht, weil ich hier Minero zusammengefliffen habe. Gott, wo muss ich denn lang, um hier hinterzukommen? Ich glaube, ich hätte doch hier hinten starten sollen. Mal gucken, wie kommen wir hier außen rum? Vielleicht finden wir auch etwas, was wir noch nicht gesammelt haben hier unten. Vielleicht eine Truhe, Kleidungsstück, weiß ich nicht. Auf jeden Fall gab es dann noch eine Belohnung, nachdem wir die 5 Leunen besiegt haben. Ich weiß jetzt halt nur nicht, ob das halt die 5 Leunen davor gerechtfertigt. Es war nämlich Majoras Maske. Die ist schon richtig stark, aber ich weiß halt nicht, ob die 5 Leunen halt nicht ein bisschen übertrieben waren dafür. Weil die Maske hat nämlich den Effekt, wenn ich es aufziehe, dass mich fast keine Monster mehr angreifen. Zumindest fast alle. Aber naja. So. Wir haben auch von den Silberleunen. Sorry, da ich habe immer noch den Dreischussbogen dran. Wir haben auch von dem Silberleunen beide Hörner bekommen. Und die sind sogar richtig stark. Haben beide über 50 Synthesekraft. Das ist schon übel. Und ja, mal gucken, was für Waffen ich daraus mache. Vielleicht richtig krank. Ein richtig starkes Einhandschwert mit dem Leunenhorn mit dem Scharfen, was dann aussieht wie ein Katana, denke ich. Ah. Alles klar. Einmal nach vorne schießen. Gut. Wo auch immer ich gerade hinlaufe, ne? Du hast ein normale Lanze für mich. Sag nicht, hier ist nur eine Klippe zum Hochklettern. Nur in Anführungszeichen, ne? Aber ich glaube, ich wäre hier im Untergrund schon bei dem Kumpel hier hinten, der mir die Sachen verkauft, der Schmied. Gott, komme ich hier echt nicht durch? Ist da echt überall Wand?
Gott, warum? Weil hier Wasser ist. Ach, du Kacke. Kann ich noch irgendwie hier durch, ohne mich teleportieren zu müssen? Komme ich nicht drum rum. Okay, dann habe ich falsch gestartet. Naja. Aber dann wissen wir wenigstens, dass wir hier nicht durchkommen. So. Ja, das Schloss müssen wir noch machen, weil wir müssen ja noch in die Wüste. So, und ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich jetzt, wie viel ich jetzt rausgeschnitten habe. Ihr seht gerade, was ich sehe, gell? Und damit haben wir jetzt alle Bossgegner wieder. Aber ich hätte davor halt gern die Wurzel. Naja. Ich werde schon sehen, wie ich schneide, weil ich habe gerade geredet, als der Speicher. Ich habe gerade in den Speicher-Ladescreen reingeredet. Mal gucken, ob ich das rausschneide und wie viel. So, hier unten ist eine Mine. Das heißt, hier ist erstmal eine Pferdetruhe. Aber was ist drin? Hier drin? Ja. Dass ich einfach den Boss wieder antreffe, ne? Naja. Bro, Alter. Ich schätze, dass es da in diesem Minenschacht drin ist, was ich da gesehen habe. Das Master Sword hat seine Kraft zurückgelangt. Hätte ich gern letzte Folge schon gehabt. So. Ich brauche auf jeden Fall mehr Sonanium. Das heißt, ich spreng hier noch ein bisschen. So. Ich glaube, die Truhe, die es gerade aufnimmt, ist das hier hinten. Die Arena. Jetzt muss ich in die Richtung dahinter. Da drüben ist auch noch eine Mine. Ist wahrscheinlich ein benanntes Stück. Mit einer Truhe vielleicht sogar. Ja. Dass hier aber auch gleich zwei Minen nebeneinander sind, das ist interessant. Und ich überlege gerade, war ich hier, bevor ich bei den Ornis war? Weil wenn ja, dann hätte ich mich hierher fett auf den Boss spoilern können, wenn der schon davor da war. Aber muss man sich mal ausdenken, ne? Wenn der Boss nämlich tatsächlich immer da ist, egal ob man den Boss da oben schon besiegt hat oder nicht, weil dann hätte ich mich hier fett auf den Boss spoilern können. Das muss man sich ergeben, ne? Aber egal, dann gucken wir mal nach, was wir hier für eine Belohnung kriegen, wenn wir den Boss klatschen. Momentan ist es ja noch hell. Und der Boss war jetzt auch nicht so stark. Ich wundere es halt nur, dass ich den jetzt halt so einfach random hier finde, ne? Das heißt, wäre ich von der anderen Seite gekommen, dann hätte ich ihn ja noch randomer gefunden. Also, da wäre er noch mehr random gewesen, Alter. Was er eh schon ist. Weil der ist ja voll easy. Ich hätte halt erst die Wurzel gehabt, bevor ich hier den Boss klatsche. Aber naja. Gott, ich sehe halt nichts.
gut. Gut. Ah, da komme ich jetzt. Da muss ich hinschießen. Komm schon. Da muss ich hinschießen. Rein. Alter, wo muss ich denn hinschießen, dass ich treffe, Alter? Phase 2 im Dunkeln. Ich sehe halt nichts. Hier wahrscheinlich noch weniger. Gott, ich bin, what the fuck? Gut, da ein Treffer. Gut. Treffe ich von hier? Ah, treffe ich nicht, natürlich nicht. Wo taucht er auf? Ich sehe nichts. Bro, what the fuck? Down? Sorry, dass es ja zu dunkel war, aber ich hätte einfach ignorieren sollen, bevor ich hier durch bin, Alter. Moment. Sag nicht. Doch, Alter, 36 plus, als ob. Ich einfach hätte einen fetten Kiefer hätte machen können. Oder hat der andere Boss das auch gedroppt oder nicht? Auf jeden Fall haben wir jetzt jeden Boss bis auf den Wüstentempel gemacht. Alles klar. So. Jetzt müssen wir erstmal wieder hier markieren. Dass hier einfach der Boss Gera ist. Jetzt muss ich aber kurz ins Album, ins Hyrule Handbuch gucken. Wegen Bossgegnern. Krieger, Kriegerkönig. Wo sind die ganzen? Das heißt, vielleicht ist hier dann der andere Boss. Aber es wären trotzdem noch ein bisschen. Ich dürfte jetzt hier die Leunen Collection fertig sein. Wo ist denn die? Phantom Ganon. Warte. Nee, das Foto habe ich ja bevor ich gestorben gemacht. Leune. Blaue Leune. Weißer, silberner, da haben wir es ja. So. Zum Geier. Ja, wenn es jetzt hier auch nicht weitergeht, dann weiß ich halt echt nicht, wie zum. Wo ich hin muss.
bin der jetzt hingeflogen? Zeitlich vorbei, wie es ausschaut. Aber da dürfte gleich die erste Wurzel erscheinen. Okay, ich glaube, ich bin doch komplett lost gerade. Verpiss ich mich gleich und gehe ins neue Gebiet, ne? So ist nicht. Warum ist da eine Wand? Jetzt bin ich. Ich werde immer verwirrter hier. Hier lang kann ich, gut. Jetzt sag mir nicht, dass hier nur die Arena ist und sonst gar nichts. Ich habe mich doch extra her teleportiert. Ja gut, dann habe ich halt den Boss gelegt, aber trotzdem. Komme ich von der Seite da nicht ran. Dann müssen wir wieder teleportieren. So, dann können wir auch gleich zu Grün gehen und es mitnehmen. Dann haben wir das auch. Und dann kann ich im Moment momentan Kletterausrüstung tragen, weil momentan ist er noch hell. So. So. Okay. Da unten ist das komplexe Gebäude, was ich gerade suche. Es sieht nach einer größeren Mine aus. Sieht tatsächlich nach einer größeren Mine aus. Oder ist das eine Festung hier? Moment. Ne, das ist einfach nur der Flock um dieser Berg drüber. Antike Untergrundwarte. Das klingt interessant. Aha, hier ist das Herz. Verstanden. Hier ist auch ein Herz. Aber warum zum Geier ist hier ein Herz? Ich hinterfrag's nicht. Muss da hoch. Okay. Das Runterspringen war wohl eine dumme Idee, aber ich kann ja wieder hochgehen. Warum auch einfach hier random ein See mit Herz ist? Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass im Untergrund auch einer ist, sondern nur oben. Heißt es dann, dass beim gebrochenen Herzen, dass da im Untergrund auch eins ist? Da müssen wir auf jeden Fall noch hin. Aber trotzdem. Auf jeden Fall irgendwie in dieses Gebäude hier rein. Oh ja. Einfach Deckensprung nehmen.
Gut. Tsunanium und Bernstein mitnehmen. Perfekto. So, jetzt haben wir hier oben noch eine Truhe und das ist nicht das wichtige Ding, wie es ausschaut. Nö. Nö. Okay, dann hat mich das aber wenigstens auf eine richtig andere Truhe rumgelotst. Die Mine. Und was gibt's in der Mine? Die Ursprungsmütze. Ein Held aus alter Zeit soll diese schlichte, aber ansprechende Mütze getragen. Ursprung? Ist es Link 1 und Link 2 des Dings? Meint ihr das mit Ursprung? Aber irgendwie, ich habe zwar die Games nie gespielt. Ich weiß auch noch nicht, ob ich das jemals nachholen werde oder sonst was. Mit Switch Online funktioniert es zwar, aber weiß ich noch nicht. Aber ich glaube, das soll auf die Einsatz, also auf Link, auf Zelda 1 und 2 hindeuten mit Ursprung. Aber dort hat ja The Legend of Zelda seinen Ursprung. Jetzt muss ich gucken, ob ich hier von der Seite an die Lichter rankomme, wie ich will. Oder ob ich irgendwie komplett lost bin und irgendeinen versteckten Untergrund finden muss. Wie denen bei den Ornis, den muss ich auch noch finden. Aber das machen wir, nachdem wir die Wüste erkundet haben. Weil dann müssen wir sowieso wieder nach Hebra. Und dann können wir, wenn wir den Untergrund bei den Ornis haben, auch Kuga gleich mitmachen, weil dann haben wir die Story-Quest auch geschafft. Gott, es muss irgendwie in die Richtung. Okay, das Miasma macht ganz komische Geräusche. Ganz komische. So, jetzt muss ich in die Richtung dahinter. Okay. Mal schauen, ob dieser Weg jetzt offen ist oder nicht. Weil sonst haben wir uns echt tatsächlich zweimal falsch irgendwo hin. Ja, gut. Wir haben jetzt hier die Sache mitnehmen können und beim anderen haben wir den Boss aus dem Windtempel nochmal klatschen können. Aber trotzdem. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Aber dann habe ich echt keine Ahnung, wie ich dann sonst an die Lichter rankommen soll. So. Irgendwie müssen wir hier entlang. Naja, hier hinter. Vielleicht kriegen wir es ja mal hin, in den zwei Folgen, wo ich jetzt unten bin, irgendein Licht anzumachen. Weil ich bin ja eigentlich nur unten, um Lichter zu vervollständigen. Alter. Ich muss hier was bauen. Vielleicht kriege ich es ja hin, nach oben zu steigen. What the hell? Hä? Ich habe hier diesen Ballon, aber ich habe... Ja, da muss ich halt aus meinen Dingern nehmen. Einen Ballon und... Lammwerfer, ja. So. Einfach mal nach oben fliegen und schauen, wo es hingeht. Ob ich hier etwas sehe, wo ich hin kann? Ja, das ist auf jeden Fall doch nicht so hoch, wie ich dachte. Aber hochklettern ist trotzdem länger als fliegen. So, und ich hoffe, ich sehe da jetzt Wurzeln.
Okay. Ich sehe noch keine Wurzel, ich sehe Miasma. Aber einen Haufen davon. Oder ich sehe viel zu viel Miasma. Da sehe ich viel zu... Dort sehe ich viel zu viele Seelen, dort sehe ich viel zu viel Miasma. Einfach mal in die Menge schießen und gucken, was passiert. Hier wird doch safe gleich wieder ein Gigma auftauchen, oder? Bro, das war eigentlich gerade ein Scherz. Ein Kristall-Gigma sogar noch. Also eine neue Art. Ja, das war eigentlich ein Scherz mit dem Gigma jetzt. Und dann ist es auch noch ein neuer. Gott. Gut, machen wir das gleiche wie König Dodongo. So, der Kristallgegner sieht nach. Link? Er klettert einfach nicht hoch. Danke, Link. Gut. Hochklettert, Link. Danke. So, jetzt nehmen wir einfach mal das. Und machen einfach weiter. So. Einfach weitermachen im Konzept. Gut. Gut. Ein Sprung, wahrscheinlich macht er zwei, oder? So, haben wir das hier. Der letzte Kristall und dann war's das. So. Das hier ist schon wieder einfach ein Gigma. Aha, das ist... Okay, Kristall, Gigma, Riesenzahn. Rausschmeißen, Foto. Weil hier. Ich glaube, hier haben sie es, glaube ich, sogar ein bisschen übertrieben, meiner Meinung nach, mit den ganzen Fotografieren, aber mal. Die kann man sich ja auch kaufen wieder. Ich glaube, das gleiche machen wir dann auch wieder. So, jetzt gehen wir aber weiter in die Richtung. Und dann einmal hier markieren. Gigma. So, jetzt haben wir hier so ein Nanium. Nehmen wir mit. Gut. So. Weiter in die Richtung dort. Us. Aber so weit kann eigentlich die erste Wurzel gar nicht mehr sein, oder? Ich schütze einfach mal dahinter. Nein, oder? Fick die Henne. Wir müssen umrennen.
ganz vergessen, wie zum Geier der Wald aufgebaut ist. So, einmal nach oben. So, jetzt muss ich umbauen. Zu grün müssen wir laufen. Zu grün, okay. Das sind einfach nur außenrum. Ja. Einfach nur außenrum. Das heißt, in die Richtung. In die Richtung müsste es weitergehen. Tut's auch. So, hier rüber. Ich will eigentlich nur die drei Lichter und dann wollte ich eigentlich noch mehr sammeln gehen. Ja. Wir haben unser erstes Licht, aber das ist, glaube ich, einfach verschuldet zu diesem Dreckgebiet über uns, dass wir einfach hier schon schlecht vorankommen. Die Tropen sind, oben sind sie richtig interessant, aber im Untergrund ist es halt extrem schwierig, hier voranzukommen, wenn die Tropen einen andauernd hindern. Aber das Licht sollte dann extrem viel aufdecken. So. Gut. Dann hier hoch. Hopp. Und wir sind bei der Wurzel. Danke, Game. Hier lang. Und freimachen. Danke. Die erste Wurzel haben wir erreicht heute. Oh, das ist tatsächlich sowas. Okay. Oh. Ja. Okay. Na, dann haben sie tatsächlich hier einfach was gemacht. Egal. Gut, dann würde ich sagen, ich beende die Folge jetzt hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge schauen wir, dass wir die anderen zwei Lichter da hinten noch holen. Und dann begeben wir uns hier oben hin. Ciao. Euer Gladius.